In dem Video geht es um diesen Apfelbaum und die Frage, ob ich es schaffe, irgendwo in meinem Quartier einen Platz für ihn zu finden. Das Ganze mache ich jetzt nicht nur so zum Spaß oder weil es heißt, man soll mindestens einmal in seinem Leben einen Baum pflanzen. Viele Städte haben nämlich ein Problem mit dem Klimawandel. Deshalb bräuchte es eigentlich viel mehr Grün in den Städten. Ich will jetzt rausfinden, was ich machen kann, damit meine Stadt grüner wird. Und ich frage mich, sollte man bei diesem Prozess die Bewohnerinnen der Städte nicht viel mehr mit einbeziehen? Wir fahren jetzt zu einem Gartencenter und schauen dort mal, dass wir einen passenden Baum finden, den wir irgendwo in der Stadt dann pflanzen können. Denn besonders die Städte sind vom Klimawandel betroffen. Gerade in den engen und dicht bebauten Stadtteilen staut sich die Hitze. Das Problem wird noch deutlicher, wenn man die Hitzeentwicklung in den Städten mit der in etwas grüneren Gebieten vergleicht. Die sogenannten Tropennächte hören sich vielleicht noch exotisch an. Doch die zunehmende Hitze gefährdet auch immer mehr unsere Gesundheit. Mehr Grün und Blau statt Grau lautet die einfache Formel, wenn es darum geht, etwas gegen diese Entwicklung zu unternehmen. Mehr Bäume und Sträucher und mehr Wasser helfen nicht nur dabei, die grauen Städte abzukühlen. Sie sorgen zum Beispiel auch dafür, dass es weniger Hochwasser gibt und die Luft sauberer ist. Die gleiche Formel gilt auch, wenn es um unsere psychische Gesundheit geht. Studien haben gezeigt, dass eine grüne Umgebung hilft, Stress abzubauen. Und auch die Biodiversität spielt eine wichtige Rolle. Je vielfältiger die Natur ist, desto wohler fühlen sich nicht nur die Pflanzen und Tiere, sondern auch die meisten von uns. Guten Morgen. Wir kommen, um einen Baum abzuholen, wenn es geht. Ja, zeige ich Ihnen da mal einen Hochstamm, wo man mal Äpfelbaum. Ja. Sehr ein guter, robuster Baum. Das Hochstämmige ist doch irgendwie wichtig oder für den Straßenverkehr, habe ich mal gehört. Ganz genau, weil man will auch noch einen Platz haben, ohne durchlaufen etc. Und dann sind auf jeden Fall in Stadtverhältnis Alleebäume, Hochstämme im Allgemeinen sehr gut geeignet. Gut, jetzt haben wir den Baum. Jetzt muss ich bloß noch einen Ort finden, wo ich den irgendwie einpflanzen kann, weil jetzt geht er erstmal auf den Balkon, aber dort kann er nicht ewig bleiben. Viele Städte weltweit und in der Schweiz sind in den vergangenen Jahren aber schon viel grüner geworden. Dazu beigetragen haben innovative Gebäude, kleinere Projekte bis hin zu Städten, die man ganz neu gedacht hat. Dabei sind natürlich nicht alle Städte gleich grün. Es macht einen großen Unterschied, wo man wohnt, wie viel Grün oder Grau man in seiner Umgebung hat. In der engen und verwinkelten Zürcher Altstadt findet man dabei besonders wenig Grünflächen. Bonjour, bonsoir. Bonjour. Grüezi wohl. Grüezi wohl. Hoi. Das sind Andrew Katumba und Thomas Draxel. Sie gehören zu einer Gruppe von Anwohnern, die sich in ihrer Freizeit darum kümmern, dass die Altstadt grüner wird. Wir haben etwa vor 8 oder 9 Jahren im Quartier Niederdorf, Altstadt Zürich, angefangen, öffentliche Grünräume ein bisschen weniger eintönig und dafür ein bisschen biodiverser zu gestalten. Und statt dass wir das irgendwie in einer Einzelaktion machen, haben wir dann eine nachbarschaftliche Arbeitsgruppe gegründet. Andrew Katumba setzt sich nicht nur für eine grünere Altstadt ein. Als Kantonsrat der SP unterstützt er auch Initiativen, die mehr Raum für Bäume in ganz Zürich fordern. Man kann sagen, wir haben uns schon den grünen Raum müssen erkämpfen. Also am Anfang waren wir eine Guerilla-Gruppe und haben das sag jetzt mal, nicht abgesprochen gemacht. Und ich glaube, mit der Zeit hat die Grünstadt Zürich Vertrauen gewonnen. Und jetzt nehmen wir uns einfach mehr Grünflächen an, stillschweigend. Wir leben in diesem Quartier und wir möchten uns dem Raum auch annehmen und den uns ja, aneignen. Mitmachen ist also einer der wesentlichen Grundgedanken bei der Gruppe. In meinem Quartier fehlen aber noch solche Strukturen. Bei der Suche nach einem geeigneten Platz für meinen Baum muss ich also erstmal bei Null anfangen. Also hier bei der Schule könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, da ist ein kleines Stück Wiese hier. Also hier direkt an den Gleisen sind wir jetzt und vielleicht bietet es sich da an, weil es ist ein ziemlich großes Stück Grün. Ich zeige es euch nochmal. Jetzt mal in den Park. Da drüben ist nämlich ein Baum, der kaputt ist. Das heißt, es gibt eigentlich ein freies Feld.
Also ich habe jetzt eigentlich relativ viele gute Spots hier im Quartier gefunden und muss jetzt nur noch schauen, dass ich die Besitzer von den ganzen Sachen ausfindig mache. Schauen wir mal. Grüße, hallo, Lukas Wagner spricht. Haben Sie einen kurzen Augenblick für mich? Es geht ums Thema Stadtbegrünung. Ich suche irgendwie im Quartier bei mir nach einer Möglichkeit, irgendwo einen Baum anzupflanzen. Es geht um einen Grünstreifen neben einer Bahnstrecke. Ich bin quasi hinter Ihrer Turnhalle vorbeigefahren und wollte einfach mal anfragen, ob denn da vielleicht Potenzial besteht, einen Baum anzupflanzen. Zurzeit können wir Ihren Anruf nicht persönlich entgegennehmen. Also ich habe jetzt fast alle durch. Bisher war alles eigentlich mehr oder weniger erfolglos. Teilweise ist der Abstand zu den Gleisen, der dagegen spricht. Teilweise ist es bei der Stadt die Frage nach Koordination und Einheitlichkeit. Bei Privatpersonen ist es irgendwie so die Unsicherheit, was man darf und was nicht. Ja, es sind noch ein paar Anfragen offen, aber irgendwie glaube ich, habe ich das Gefühl, wird es eher schwer. Dann muss ich schauen, wohin mit dem Baum. Während ich also noch weitersuchen muss, hat sie ihren Platz im Grünen schon gefunden. Im Moment ist ja auch eben das Klimawandel mega ein Thema. Und ich glaube, es ist falsch, auf Politik zu warten. Ja. Ich glaube, es ist mega, mega wichtig, dass heute jeder anfängt zu überlegen im Alltag, wo kann ich etwas für die Umwelt tun. Das ist Lieselotte Schwarz. Sie hat einen Verein gegründet, mit dem sie einen öffentlichen Gemüsegarten in Winterthur beackert. Und was haben wir denn jetzt da alles? Also das ist irgendwie ein Salat, schätze ich mal. Also das ist Mangold, Schnittsellerie, Peterli und Federkohl. Und dann haben wir ein paar Blümchen, einfach weil es schön aussieht. Und aber wenn man dann hier hingeht, oder, ist eigentlich schon krass. Du gehst dann irgendwie 2-3 Meter und zack. Genau. Bist du echt irgendwie in so einer Gegend, wie eine Mondlandschaft, oder? Das ist es so. Die Parzelle zwischen den Neubauten gehört eigentlich der Stadt. Finanzielle Unterstützung bekommt Lieselotte für ihren öffentlichen Garten aber keine. Ursprünglich war es eigentlich so, dass ich letzten Sommer einen Garten auf dem Feld hatte. Während diesem Jahr hatte ich so die Idee, dass es mega cool wäre, eigentlich in der Stadt selber einen Gemüsegarten zu haben, wo die Leute selber ernten können. Und nachher bin ich eigentlich mehr oder weniger per Zufall auf das Green Go von der Stadt Winterthur und habe gesehen, dass die das Konzept haben, dass eben die Anwohner dürfen Flächen mieten, um ein Projekt zu verwirklichen. Und als ich das Projekt eingegeben habe, habe ich gewusst, da wird es Leute herum haben, da wird es Baustellenlärm haben, das ist nicht idyllisch. Aber ich habe dann gefunden, nein, ich will eben Leute erreichen. Ich will jetzt nicht einfach auf dem Feld meinen Frieden haben. Und meine Idee ist auch, möglichst viele Leute zu motivieren, um selber anfangen zu gärtnern. Und ich finde, die Stadt hat enorm Potenzial, um an den diversen Orten einfach etwas zu pflanzen. Also der Besuch bei Lieselotte Schwarz hat mich jetzt schon motiviert, irgendwie weiterzumachen mit meiner Suche nach einem geeigneten Standort für meinen Baum. Bisher ist ja eigentlich alles irgendwie versandet, was ich probiert habe. Aufgeben will ich das Ganze aber trotzdem noch nicht und habe mir überlegt, ich mache jetzt weiter und bringe hier so Flyer im Quartier an. Vielleicht meldet sich ja jemand, der eine Idee hat oder einen Platz für meinen Baum. Auch wenn ich noch weiter suche, frage ich mich schon, hat das Ganze denn überhaupt Sinn? Oder ist die Idee vielleicht einfach zu naiv? Um das herauszufinden, fahre ich nach Basel und treffe mich mit der Stadtökologin Nathalie Baumann. Am Schluss bleibt irgendwie die Frage, wie viel Partizipation ist denn möglich und woran scheitert es oder beziehungsweise wie kann es besser gemacht werden? Also besser gemacht werden ist das. Meinst du? Ja. Das sind das, wo die Leute aufrütteln und sagen, was, du musst so weit gehen, dass du einen Baum pflanzen kannst. Das ist doch etwas ganz Wesentliches, Normales und Schönes. Oder? Und ich hoffe mir für dich, dass das auch eine Sensibilisierung auf Amtsebene gibt und sagt, es muss ja nicht nur ein Auftrag von der Stadt sein. Sie können dich ja begleiten. Sie können sagen, schauen Sie, Sie können hier könnten Sie einen Baum pflanzen, aber Sie müssen sich darum kümmern oder wir können das nicht noch unterhalten etc. Anstatt einfach Nein sagen, ist immer einfach. Also die Einschätzung von Nathalie Baumann hat mich schon mal motiviert, dass ich mit meinem Baumprojekt nicht ganz daneben liege. Und die andere gute Nachricht ist, dass ich mit der Plakataktion auch 3 Reaktionen bekommen habe. Und zwar gibt es ein Angebot für einen Platz auf einer Dachterrasse, einmal in einem Schrebergarten und dann noch in einem privaten Garten. Das Problem dabei ist eigentlich nur, dass alle 3 nicht öffentlich zugänglich sind. Deshalb will ich es nochmal bei der Stadt probieren und treffe mich mit Axel Fischer.
Mit dem Leiter der Zürcher Park- und Grünanlagen möchte ich darüber sprechen, warum es nicht ganz so leicht ist, in der Stadt einen Baum zu pflanzen und ob er mich vielleicht bei meiner Suche unterstützen kann. Also dass Anfragen insbesondere in Bezug auf Bäume, Baumpflanzungen, Baumpatenschaften zunehmen, das ist spürbar und natürlich versuchen wir darauf zu reagieren. Wir können aufgrund der Nutzungsansprüche der Vielfältigen auch nicht den ganzen öffentlichen Raum mit Bäumen überstellen. Das funktioniert einfach nicht. Man sieht noch gerne, ja, da könnte doch jetzt noch ein zusätzlicher Baum stehen. Ja, klar, da wäre Platz für einen Baum. Aber was unterm Boden passiert und ob der Bedingungen vorfinden würde, um wachsen zu können, und zwar nicht nur 5 oder 10 Jahre, sondern 30, 40, 50 Jahre und mehr, das ist nicht der Fall. Und da muss man die Leute enttäuschen. Also mein Eindruck war schon nach der Recherche, es gibt gewisse Ängste oder Befürchtungen, wenn es darum geht, dass Menschen sich da beteiligen. Und das sind Dinge, die Sie schon genannt haben. Also gewisse Unwissenheit oder fehlende Fachexpertise. Wie kann man da auch von Ihrer Seite sich den Leuten noch öffnen? Wissen Sie, was passiert ist? Der Martin Brecker hat mir angerufen, hat gesagt, du, da will irgend so ein Journalist will einen Baum pflanzen. Das stimmt. Dort und dort, genau in der Anlage, weil da hat er gesehen, dort hätte es ja noch Platz. Okay. Und dann hat er gesagt, ja, ich sehe auch, dort könnte man noch, da sind auch keine Leitungen und so, aber das und das und das müssen wir berücksichtigen. Ich habe gesagt, kein Problem, also dann machen wir doch das Angebot. Aber gibt es ein Angebot? Also hätten Sie einen Platz für den Baum? Ja, bei der Ida-Binschädler-Anlage, wo Sie angefragt haben. Ach wirklich? Ja, dort haben wir einen Platz für einen Baum. Aber bitte verstehen Sie, dass unsere Fachleute werden den Baum dann fachgerecht pflanzen und verankern. Sie dürfen mit dabei sein, dürfen auch einen Spaten schwingen oder die Schaufel. Und sich auch die Hände dreckig machen, kein Problem. Aber mein Apfelbaum könnte das sein. Das könnte ein Apfelbaum sein. Also weil ich habe den ja schon am Balkon. Ja. Also das Jahr kam für mich jetzt durchaus überraschend. Ich freue mich jetzt sehr, dass ich endlich nach der ganzen Sucherei einen Platz für meinen Baum gefunden habe. Andererseits habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Ganze auch eine PR-Aktion der Stadt sein könnte. Ich meine, wäre ich auch so weit gekommen, wenn ich jetzt nicht als Journalist aufgetreten wäre. Aber das Gute ist, am Schluss gibt es jetzt einen Baum mehr in Zürich. Und ich habe 3 wesentliche Einsichten gewonnen. Erstens, so eine Baumaktion wie meine ist wirklich nicht für die Massen gemacht. Es ist viel zu kompliziert und total ungewiss, wie es am Ende ausgeht. Zweitens, mitmachen kann man jetzt schon. Es fehlen aber durchaus noch einige Strukturen, die das Ganze irgendwie niederschwelliger und leichter machen würden. Und drittens, mitmachen hat auch seine Grenzen. Große Projekte kann eigentlich nur die Stadt stemmen. Man muss auf ziemlich viel achten, wenn man so einen Baum pflanzen will. Zum Beispiel auch, was unter einem in der Erde so ist. Aber jetzt gehe ich erstmal los und pflanze meinen Baum ein. Okay, da steht ja jetzt mein erster Apfelbaum, oder überhaupt der erste Baum, den ich gepflanzt habe. Wie sinnvoll findest du es denn, dich selber aktiv einzubringen, wenn es ums Thema Stadtbegrünung geht? Schreib es doch in die Kommentare und da sind noch ein paar Videos von uns verlinkt.